Zweifelst du manchmal an deiner Intelligenz? Hast du das Gefühl, andere Menschen in deiner Umgebung sind einfach klüger als du? Führen diese Gedanken bei dir öfters zu Problemen mit deinem Selbstwert? Dann haben wir gute Neuigkeiten für dich. Denn vielleicht bist du in Wahrheit intelligenter, als du dachtest. Das ist nämlich gar nicht mal so selten. Denn gerade kluge Leute hinterfragen oft ihre eigene Intelligenz. Und es sind eher dumme Menschen, die fest an ihren Intellekt glauben. Woran erkennst du, dass du eigentlich ziemlich intelligent bist? Ganz einfach. Hier sind 5 Anzeichen, dass du viel genialer bist, als du bisher angenommen hast. Erstens. Du weißt, dass du viel nicht weißt. Bereits die Tatsache, dass du dir Gedanken darüber machst, dass es so viel auf der Welt gibt, dass du nicht weißt oder verstehst, zeigt bereits, wie intelligent du eigentlich bist. Denn gerade kluge Leute haben meistens kein Problem damit zuzugeben, wie wenig sie eigentlich wissen. Das ist übrigens auch wissenschaftlich bewiesen. Wenn du also sehr selbstkritisch bist, was deine Intelligenz angeht, dann stehen die Chancen gut, dass du objektiv betrachtet eigentlich ein sehr kluger Mensch bist. Zweitens, du kannst erahnen, was andere Menschen sagen werden. Bist du öfters in der Situation, dass du genau weißt, was jemand sagen wird, obwohl die Person den Satz noch überhaupt nicht beendet oder sogar begonnen hat? Vielleicht übernimmst du das manchmal auch und vollendest Sätze für andere Leute. Zum Beispiel dann, wenn sie einfach nicht die richtigen Worte finden? Hast du parallel das Gefühl, andere Leute und deren Pläne, Eigenschaften und Beweggründe sehr gut zu verstehen? Dann bist du zwar noch immer kein Medium, aber höchstwahrscheinlich sehr intelligent. Denn nur empathische Menschen haben diese Gabe und wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Menschen mit hoher Empathie meistens auch sehr kluge Individuen sind. Sollte das auf dich zutreffen, dann Glückwunsch, du bist mit hoher Wahrscheinlichkeit genialer, als du dachtest. Drittens, du isst unglaublich gerne Schokolade. Laut aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen tendieren Schokoladeliebhaber dazu, intelligenter zu sein als andere Menschen. Es kommt schließlich nicht von irgendwoher, dass viele Nobelpreisträger aus nordischen Ländern wie Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland stammen. Alles Länder, in denen Leute überdurchschnittlich viel Schokolade konsumieren. Ob das tatsächlich etwas mit Schokolade zu tun hat? Darüber kann man natürlich diskutieren. Eines ist aber klar. Wir glauben daran. Denn Schokolade finden wir auch einfach toll. Viertens. Du weißt immer ganz genau, warum du betrübt bist. Jeder von uns erlebt Tage, an denen uns einfach alles nervt. Das Wetter, andere Menschen und das Vogelgezwitscher. Was Intelligente von weniger klugen Leuten entscheidet, ist jedoch der Fakt, dass intelligente Leute meistens genau wissen, warum sie gerade gereizt sind. Warum das so ist? Das ist einfach zu beantworten. Leute mit hohem IQ erkennen ihre Emotionen einfacher und können diese auch leichter interpretieren. Wenn du also gefragt wirst, warum du schlecht drauf bist und eine genaue und treffsichere Antwort geben kannst, dann bist du wahrscheinlich äußerst intelligent. Fünftens. Du hast hervorragende Selbstkontrolle. Gehörst du zu den Menschen, die scheinbar nichts aus der Ruhe bringen kann? Erreichst du deine Ziele auf schnellstem Wege, ohne dich von Gefühlen ablenken zu lassen? Bewahrst du selbst in stressigen Situationen immer einen kühlen Kopf? Dann bist du mit ziemlicher Sicherheit äußerst intelligent. Denn gerade Leute mit viel Geduld, die langfristige Pläne machen und diese auch durchziehen und auch mit Geld gut umgehen können, verfügen laut einigen Studien über einen überdurchschnittlich hohen IQ, im Gegensatz zu ihren Mitmenschen. Bist du einer davon? Wenn du dich gut kontrollieren kannst, dann scheint es so zu sein. Wie intelligent bist du selbst deiner Meinung nach? Hast du dich in den erwähnten Situationen wiedererkannt? Wie wichtig findest du es, intelligent zu sein? Antworte uns in den Kommentaren, abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du keines unserer zukünftigen Videos mehr verpasst. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und noch einen wunderschönen Tag.